So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, beziehungsweise eine Folge Ramses Kitchen. Und wir haben euch ja letztens, glaube ich, irgendwann mal gezeigt, dass ich jetzt ganz viele von diesen Samyang-Soßen habe. Ich esse ja gerne immer diese Samyang-Buldak-Ramen, wo immer ein Tütchen Soße dabei ist. Richtig geniale Nudeln, diese Kombination ist einfach unschlagbar, ist einfach perfekt. Jetzt habe ich Soßen bekommen. Die Soßen habe ich jetzt, glaube ich, mit Hotdogs getestet. Beim letzten Mal vielleicht, wenn die Reihenfolge noch so passt. Was mache ich aber mit den restlichen Soßen? Wenn ihr natürlich die normal bei den Samyang-Nudeln dabei habt, wäre es ja sinnvoll, auch die mit Nudeln zu essen. Was hat eine dicke, fette, brutale Konsistenz? Ist nudelig, aber auch nicht zu lasch? Genau, Schupfnudeln. Jetzt habe ich mir eine Packung Schupfnudeln besorgt. Und ich bin ja richtig schlau. Die sind von der Firma Henglein. Schmeckt wie selbstgemacht, steht da auf jeden Fall da. Kauft niemals teure Nudeln, sage ich immer. Vor allem Schupfnudeln. Da lag im Rewe, da lag eine Packung Schupfnudeln. Für 99 Cent. Und die haben auch 99 Cent gekostet, obwohl die von einer teuren Firma sind. Aber der Trick dahinter ist, das sind 500 Gramm und das andere waren 600 Gramm. Das heißt, wenn man schlau ist, kauft man ja natürlich dann die Ja-Packung mit 600 Gramm, weil man ja 100 Gramm mehr hat für den gleichen Preis. Aber ich habe gedacht, ich will ja nicht so viel essen. Also, wenn ich eh 99 Cent bezahle und dann zu viel esse, bezahle ich lieber 99 Cent und esse halt die hier von der Superfirma mit dem Supergeschmack, ne? Eigentlich hat mich nur angelacht, dass die 30% reduziert waren, daher spare ich ja sowieso. Und es muss nicht immer Ja sein, man kann auch mal Nein sagen. Jetzt müssen die aber weg, deswegen muss ich die schnell machen. Will mir die mal kurz anbraten, will mal gucken, wenn ich dann hier so ein bisschen Soße drüber mache und das rumtunke. Vielleicht schmeckt das ja so ähnlich wie diese Reisküchelchen, Reiskuchen. Dinger, Sachen, die wir auch schon von Samyang hatten. Also, versteht ihr den Sinn dahinter? Wenn man sich das aufteilt für mehrere Personen, ist es natürlich sinnvoller, wenn man mehr Gramm hat für den gleichen Preis. Aber ich als eine Person esse ja sowieso die ganze Tüte mit einmal. Und der Preis 99 Cent ist für mich dann der gleiche, aber ich habe im Endeffekt dann weniger gegessen, wenn da nur 500 Gramm drin sind statt 600 Gramm. Und dadurch werde ich natürlich ultra schlank und sexy. Deswegen immer mal nicht, ist egal. Wir braten jetzt einfach an und melden uns dann gleich zurück. Der große Samyang Schupfnudeltest. Und der Akku ist auch schon wieder leer, den muss ich jetzt erstmal wechseln. Du, jetzt bist du einmal kurz aus der Küche raus, weil du die Batterie wechseln wolltest. Da hat der Adi sich schon wieder den Schupfnudeln geklaut. Weil eigentlich liegen die gerade hier oben. Die Pfanne ist an und ich wollte jetzt eigentlich hier reinpacken. Machen wir also mal so, die Schupfnudeln in die Pfanne, den Rest hinterher. Das ist richtig lecker. Die werden jetzt angebraten und der Adi ist, ja, der Adi mag die auch, wie ihr seht. Der Adi isst gern Schupfnudeln, auch wenn sie wieder fünfmal rauskommen. Die sind halt richtig stark und bissfest. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Gesto, mir seid ihr Zuschauer. Und das sind die Schupfnudeln. Da könnt ihr nach Belieben noch ein bisschen nachwürzen, aber Ramses hat ja seine Samyang-Soßen. Geil. So, weil ich denke, dass die Schupfnudeln eigentlich einigermaßen fertig sind und ich immer noch diese coole Samyang-Box aufgehoben habe, werde ich jetzt einfach hier ein paar rauspacken, in die Samyang-Box rein. Vielleicht passen sogar alle rein, ich weiß es nicht, das wäre auf jeden Fall richtig cool. Ich glaube fast, wir kriegen das sogar hin, alle Samyang-Schupfnudeln. Alter, du darfst mir diesen Scheiß Metallding nicht so in dieser Pfanne rumkratzen. Das ist auf jeden Fall tödlich. Und ihr seht, so könnt ihr euch ganz schnell und einfach diese Samyang-Reiskuchen zu Hause machen. Ist das nicht herrlich? Und weil es so herrlich ist, ja, oh mein Gott, gehen wir nämlich jetzt mal hier rüber. Au! Nehmen das kurz mit. Setzen uns kurz hier hin. Machen mal diesen, dass wir was sehen. Und ich werde es jetzt so machen, wir werden einfach die schwarze Soße, weil das ist ja die normale, das ist die Too Spicy, wir werden einfach komplett den Rest von der schwarzen Soße jetzt hier rüber kippen, damit wir wirklich für die ganze Portion Samyang-Soße haben. Da könnt ihr mal ordentlich ein bisschen drücken hinten.
Weil das ist die eine, die schon über die Zeit ist, die weg muss. Das heißt, wir machen da jetzt hier richtig schön wie eine Dönerbox, ne? Schön die Soße da rein. Und ich habe für nächste Woche sogar noch einen zweiten Test, aber nicht mit Schupfnudeln, sondern mit was anderem. Und wenn der Becher bis dahin noch überlebt hat, machen wir nächste Woche diese Soße drüber. Und dann ist es doch ein feines Schmankerl, also in jedem Fall richtig gut aussieht. Die riecht auch richtig nach Samyang. Die ist auch feurig, die ist auch scharf und die schmiert euch auf jeden Fall alles komplett voll. Ja, Mai, hier habe ich schon wieder was am Finger. Und so sieht das jetzt aus. Wenn ich schon eine neue Kamera hätte, würde das an sich noch besser aussehen. Hier habt ihr jetzt den Samyang Schupfnudeltopf. Günstig nachgemacht, also wenn ihr wirklich mal solche Soße habt und wisst nicht was, macht Schupfnudeln dazu. Ich glaube, ich bin gerade so begeistert, dass ich denke, dass das das Beste ist und die beste Idee, die ich jemals hatte. Schmiert nicht rum, wir lassen es jetzt noch ein bisschen abkühlen. Dann probieren wir das auch mal. Beziehungsweise muss ich es noch ein bisschen rummachen. Sieht schon gefährlich aus. Samyang Schupfnudeln. So, jetzt ist das Ganze ein bisschen abgekühlt und das ist genau dasselbe Thema wie beim letzten Mal, als wir diese Reiskuchen hatten, die im Original hier in dieser Packung waren. Da habe ich ja gesagt, das ist mir ein bisschen trotzdem zu flüssig. Ihr tunkt das rein, die Nudel ist noch komplett weiß, ihr habt nur ein bisschen die Schärfe da, aber es bleibt so viel Soße übrig. Weil ich so lange gelabert habe, ist dann im Endeffekt die Soße richtig dick geworden, wie Gummi, hat sich richtig an die Nudeln geheftet, beziehungsweise an die Reiskuchen. Und dann war es so schmackhaft und so genial, dass meine Meinung im Endeffekt dann besser war als am Anfang. Das gleiche Prinzip habe ich jetzt hier. Als ich das vorhin nämlich rumgemacht habe, war unten am Boden die ganze Soße noch relativ flüssig. Jetzt, wo es etwas abgekühlt ist, ist das richtig fett wie Sirup. Es ist jetzt alles feuerrot. Es sieht jetzt einfach nur richtig brutal aus, sieht aus wie Nacktschnecken, die um die Wette laufen. Und wenn wir jetzt hier reingehen und hier so eine Schupfnudel probieren wollen, dann ist sie auch schön fett mit Soße umschlungen. Mmh. Werden wir jetzt auch gleich machen. Ich glaube, im Endeffekt ist das sowieso die günstigere Variante. Bevor ihr euch für 4 Euro so eine Packung Samyang Reiskuchen holt, könnt ihr euch für 99 Cent so eine Packung Schupfnudeln holen. Dann habt ihr irgendwie viel mehr davon. Das ist auch viel weicher, es ist trotzdem viel mehr Inhalt. Und diese Soße passt so perfekt dazu. Oh, das ist so scharf. Meine ganze Zunge brennt, meine ganze Zunge tut weh. Es schmerzt so dermaßen, weil da so viel Soße drin ist. Es ist so intensiv, aber das schmeckt so genial. Oh. Die Augen drehen auch schon wieder. Vielleicht machen wir auch ein kleines ASMR-Video drauf. Mmh.
Da tropft die ganze Soße runter. Oh. Ah. So. Der Beutel ist leer. Es fällt mir gerade wirklich schwer zu sprechen, weil die Zunge einfach so wehtut. Es sind wirklich Schmerzen, aber richtig genial. Dieser Geschmack, einmalig. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn ich das jetzt mit den Ja-Schupfnudeln gegessen hätte, ob die auch so gut dazu passen, aber ist auf jeden Fall eine gute Idee gewesen. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.